Ich kenne die Strecke. Von Lauterbach, wo dazu mal im Lied ein Strumpf verloren ging, führt die deutsche Märchenstraße durch einst dichten Mischwald. Nadelbräune, Paniktriebe, lichte Baumkronen, Nasskerne werden gemeldet. Dürre Äste fallen, von kahlen, abgestorbenen Stämmen löst sich die Rinde. Deshalb steht anfangs die Frage, wie lange noch kann jene Straße, die von Lauterbach kommt, so anheimelnd die deutsche Märchenstraße heißen? Mit verhängten Fenstern fahren schwarze Limousinen durch sterbenden Wald. Wir erkennen das Kanzlerauto. Wir nehmen an, dass der Kanzler im Wageninneren, während er durch sterbenden Wald fährt, Expertengutachten, Gegengutachten, Schadstoffstatistiken und Mortalitätsmuster der Weißtanne liest, weil er als Kanzler fleißig und allseits gut informiert sein muss. Oder aber er sucht vor dem großen Auftritt Entspannung, löst Kreuzworträtsel, weiß richtig, den Namen Hölderlin einzurücken und erfreut sich seiner vage und senkrechten Allgemeinbildung. Weder noch. Das Wageninnere der Kanzlerlimousine ist von gedämpfter Familienstimmung gesättigt. Des öffentlichen Bildes und der von mir erdachten Handlung wegen begleiten die Gattin, der Sohn, die Tochter, den Kanzler. Wie soll er beschaffen sein? Leicht austauschbar ist er dennoch von uns vertrauter Machart, bieder und von trauriger Gestalt. Augenblicklich ist er, nein, schiebt er einen Keil Buttercremetorte in sich hinein, was seiner Gattin, die sich adrett hält, missfällt. Weil die Tochter des Kanzlers den Fenstervorhang zur Seite gerafft hat, sehen wir im Vorbeifahren einen holzgeschnitzten Wegweiser, auf dem zwischen geschnitzten Zwergen in erhabener Fraktur die deutsche Märchenstraße zu lesen steht. Hier sollte zu filmen beginnen, falls der sterbende Wald mit unseres Herrn Mazerat Produktionshilfe zum Film wird, die Autokolonne langsam im Schritttempo fahren. Auf einem Waldparkplatz, den tote Bäume einfassen, werden der Kanzler und seine Begleitung erwartet. In Eile trifft man letzte Vorbereitungen, denn das Polizeivorauskommando kündigt bereits über Sprechfunk die Wagenkolonne an. An einem Stallrohrgerüst ziehen Waldarbeiter, die nach Vorschrift Schutzhelme tragen, unter Anleitung eines Försters baumhohe Kulissen hoch, die mit gesundem Wald bemalt sind, etwa im Stil des Malers Moritz von Schwind. Knorrige Eichen, dunkle Tannen, lichter Buchenbestand, der in unwegsamen Urwald übergeht, es fehlen nicht Farn und Niederholz. Auf hoher Leiter, die ein Spezialfahrzeug auszufahren verstand, malt ein Maler zusätzlich Singvögel, Buchfinken, das Rotkehlchen, etliche Singdrosseln, die Nachtigall, rasch und wie gegen Stücklohn in die gemalten Baumkronen. Der Förster ruft, macht fertig, Leute, gleich kommt der Kanzler. Dann sagt er mehr für sich, es ist zum Heulen. Ruckzuck räumen die Waldarbeiter die Szene. Das Polizeivorauskommando verteilt sich und sichert das Gelände. Hinter den Kulissen schaltet ein Tonmeister ein Tonbandgerät ein. Wir hören reich gemischt Vogelstimmen. Unter ihnen die frisch gemalten Buchfinken, Rotkehlchen, Singdrosseln, aber auch ein Pirol und mehrere Waldtauben. Während das Spezialfahrzeug abfährt, wird mit der Leiter der Maler eingezogen, sodass der letzte Vogel im gemalten Wald, der unermüdlich rufend ein Kuckuck hätte werden sollen, fragmentarisch bleibt. Nun macht der Förster ein Begrüßungsgesicht. Denn hinter Blaulicht fährt die Wagenkolonne des Kanzlers vor. An den Fenstern der Limousinen werden Vorhänge zur Seite geschoben. Staunen über so viel Natur. Der Kanzler nebst Gattin, die Tochter, der Sohn steigen aus. Desgleichen Minister und Experten.
Sogleich sind Presse und Fernsehen zur Stelle. Als gelte es, eine Botschaft aufzuzeichnen, nehmen die Medien wahr, dass der Kanzler mehrmals tief ein- und ausatmet. Gleiches tut sein Gefolge. Kaum in der Öffentlichkeit stöpseln sich der Sohn des Kanzlers 13 Jahre alt, die Tochter des Kanzlers 12 Jahre alt, je ein Walkman in die Ohren. Den Blick nach innen gestülpt wirken die Kinder abwesend, was die Kanzlergattin stört. Doch ihre Ermahnung, so hört ihr ja die Vögel im Walde nicht, wird wie das hinter Kulissen laufende Tonband missachtet. Die Kanzlerkinder sind nach meiner Vorstellung ein wenig dicklich geraten. Doch könnten sie auch mager oder spillerig sein, falls unser Herr Mazarat diesen Typ wünscht. Eine dem Försterrock nachempfundene Kleidung eint die Familie. Loden, Bunthosen, Schnürstiefel, Hirschhornknöpfe. Während sich seitab ein Männerchor und kostümierte Darsteller vor die gemalte Waldkulisse schieben, versammeln sich die Minister und Experten zwanglos um den Kanzler. Unter ihnen der für Wald, Flüsse, Seen und Luft zuständige Minister Jakob Grimm, dem als Staatssekretär sein Bruder Wilhelm zur Seite steht. Es gefällt uns der Handlung und der volkstümlichen Bezüge wegen, diese historische Anleihe zu machen und den nach gegenwärtiger Mode gekleideten Jakob Grimm zu seinem Bruder sagen zu lassen, da hat der Maler Schwind mal wieder gute Arbeit geleistet. Worauf wir Wilhelm Grimm traurig lächeln sehen. Beide Brüder verstehen es, ihrem Bemühen, dem zeitlos Tapferen dennoch so anhaltend Ausdruck zu geben, als gefalle ihnen ihr wiederholtes Scheitern. Zwei aufrechte Männer, die notfalls bereit sind, den Hut zu nehmen. Und dennoch zwei Märchenonkel, die das Zwinkern gelernt haben. Sie wissen seit alters her, wie es hinter den Kulissen aussieht, mucken aber nicht auf, denn immerfort wollen sie Schlimmeres verhüten. Seitab suchen Polizisten den Sängerchor nach Waffen ab. Harmlos befunden versammeln sich die Sänger auf einem Podest. Vom Chorleiter gestisch gedämpft oder zu größerer Lautstärke ermuntert, singen die Sänger das Lied »Wer hat dich, du schöner Wald, aufgebaut so hoch da droben?« Der Kanzler ist versucht, mitzusingen. Nachdem auch sie sicherheitsdienstlich behandelt sind, treten jetzt auf ein Zeichen der Brüder Grimm, die wir fortan die Grimm-Brüder nennen, alle Kostümträger als Märchendarsteller auf. Sie sind gediegen, geschmackvoll, nach altdeutscher Art gekleidet. Schneewittchen gesittet zwischen den sieben Zwergen, neben Dornröschen mit Spindel der wachküssende Prinz, unter der Langhaarperücke, das kann nur Rapunzel sein. Hänsel und Gretel verbeugen sich, knicksen und überreichen dem Kanzler und seiner Gattin sinnreiche Geschenke. Einen Tannensetzling, einen Korb voller Eicheln und Bucheckern, ein altglänzendes Waldhorn. Offenen und gespitzten Mundes singt der Männerchor: Hänsel und Gretel verirrten sich im Wald. Auch die Polizisten erfreuen sich an den zuvor harmlos befundenen Chorsängern. Genug der Darbietungen. Jetzt spricht, mehr den anwesenden Medien als seinen Ministern zugewendet, der Kanzler, indem er geübt vom Blatt abliest. In Bildern beschwört er eine heile Welt, die von Ungemach bedroht ist. So werden wir abermals vom Schicksal geprüft, ruft er, als wäre das deutsche Volk von alters her auf Schicksalsprüfungen abonniert. Da wir uns einen Film wünschen, der sich als Stummfilm nur gelegentlich mit Untertiteln hilft, sieht man den in der Kanzlerrede beschworenen Wald heil rauschen. In Einblendungen tut sich der Waldesdom auf. Rehe, Äsen, der Hirsch schreckt auf. Aus allen Wipfeln fallen Zitate. Und wie gerufen lehrt ein Knabe über einer auf Moos gebetteten Prinzessin des Knaben Wunderhorn aus. Blüten, Libellen und Schmetterlinge.
weil die herbeigeredete Stimmung sich nicht mehr steigern lässt und etwas geschehen muss, springen nun nach dem Schlusssatz des Kanzlers »So lebe fort, du deutscher Wald«, der für den Stummfilm einen beispielhaft knappen Untertitel hergibt, des Kanzlers Sohn und Tochter ins Bild. Dicklich oder spillerig, sie bewerfen den Vater mit den geschenkten Eicheln und Bucheckern. Die Tochter zerbeult das altglänzende Waldhorn. Der Sohn zerbricht den Tannensetzling, holt sich den Walkman aus dem Ohr, springt aufs Podest und hält, indem er die erschrockenen Minister und Experten, alle verschreckten Märchendarsteller und Chorsänger, die wieder verunsicherten Polizisten und Sicherheitsbeamten in Zivil, jeden mitschreibenden Journalisten, die ungerührt darauf haltenden Kameramänner, alle und auch die Grimm-Brüder zum Publikum macht, eine Gegenrede. »Du redest wieder mal Scheiße«, ruft er dem Kanzler als Vater zu und beschwört Wirklichkeit. Man sieht Autohalden und Autoschlangen, Fabrikschornsteine in Betrieb, heißhungrige Betonmischmaschinen. Es wird abgeholzt, planiert, betoniert. Es fällt der berüchtigte saure Regen, während Baulöwen und Industriebosse an langen Tischen das Sagen und bei Vier-Augen-Gesprächen genügend Tausenderscheine locker in Bar haben, stirbt der Wald. Er krepiert öffentlich. Zum Himmel hoch abgetötet, noch aufrechte Baumleichen. Folgerichtig entleert der Knabe von vorhin über der schlafenden Prinzessin, die im nun toten Wald schlummert, das andere Wunderhorn, Müll, Giftdosen, Schrott. Als treibe es ihn, Autoabgase zu symbolisieren, furzt er der Prinzessin ins sogleich runzelnde Gesicht, so bleihaltig ist der Wind des Knaben. Nach dem Schlusssatz und Untertitel des Sohnes: »Das ist dein deutscher Wald«, wird die Tochter des Kanzlers tätig. Mit einem Messer, das sie während kurzer Nebenhandlung dem Förster gestohlen hat, schneidet sie ritschratsch alle Seile durch, mit denen die Waldkulissen hochgezogen und durch Knotenschlag gesichert sind. In Zeitlupe fallen die Kulissen in sich zusammen. Kein gemaltes Vöglein fliegt sich rettend davon. Kein Reh, Hase, Igel flüchtet. Nicht nur das Stahlrohrgerüst, der tote Wald steht unübersehbar. Jetzt stellt die Tochter das Tonband mit den Vogelstimmen ab. Stille. Dürres Geäst knackt, bricht. Mit dem Schwindel fliegen Krähen auf. Angst geht um. Unumschrieben. Der Tod. Zwischen den entsetzten Märchendarstellern retten sich Dornröschen und ihr wachküssender Prinz in Gelächter. Für einen Untertitel passend sagt Wilhelm zu Jakob Grimm: »Mein Gott, so kommt die Wahrheit ans Licht.« Während ich die anhaltende Schrecksekunde nutze und mir die ins späte 20. Jahrhundert fortgeschriebenen Brüder Grimm als nur gelegentlich wankende, so kluge wie sensible, heimlich jedoch an mangelnder Radikalität leidende, kurzum liberale Grimm-Brüder vorstelle, die beide nun die Hände ringen, rafft sich unser Stummfilm zu neuer Handlung auf. Sohn und Tochter des Kanzlers reißen den kostümierten Märchenfiguren Hänsel und Gretel die Mütze, das Häubchen ab, werfen ihren Walkman weg, schneiden Vater und Mutter und obendrein dem Fernsehen Grimassen und laufen aus freien Stücken der Grimmschen Märchenfassung spottend als Hänsel und Gretel in den Wald. Die Gattin des Kanzlers ruft: »Hans, Margarete, kommt bitte sofort zurück!« Die Medien sind beglückt. Journalisten diktieren ihren Geräten knallharte Stichworte. Aus der Hüfte schießen Pressefotografen in Salven Fluchtbilder. Schonungslos zeichnet das Fernsehen auf. Die Flucht der Kanzlerkinder beginnt Geschichte zu machen. Der Kanzler jedoch hindert die Polizisten wie gelernt, die Verfolgung der Flüchtlinge aufzunehmen. Er ruft:
Zwei Aussteiger mehr. Ach, Undankbare. Wir werden das zu verschmerzen wissen. Er rettet sich in eine Haltung, die er für würdevoll hält, kann aber nicht verhindern, dass sein Gesicht von einem Grinsen heimgesucht wird, das der Analyse bedürfte. Während man noch beide Abhauer und Aussteiger undankbar fern zwischen toten Bäumen ahnt, könnte Wilhelm leise zu Jakob Grimm sagen: Du siehst, lieber Bruder, die alten Märchen hören nicht auf.